Name ist Reinhold Ewald. Ich bin einer der ESA-Astronauten, also ein Kollege von Alexander Gerst, der sich auf seiner Blue Dot-Mission seit Mai an Bord der Internationalen Raumstation aufhält. Alexander Gerst schickt viele Bilder und Kommentare zu dem, was er gesehen hat, zur Erde. Seine Facebook-Seite habe ich jetzt vor mir. Und viele der offenen Fragen, die versuche ich jetzt zu beantworten. Das ist eine Frage von Angel Eye. Sie oder er fragt, was geht da oben eigentlich auch mit Handy? Man ist doch den Satelliten näher als von hier unten aus, oder? Ja, also Handy kann man da oben vergessen. Die Kommunikation zwischen Handys hier auf der Erde läuft meistens mit Antennen. Das heißt, sie läuft nicht über Satelliten. Es gibt ein Satellitensystem, Iridium, was auch Handys bedient. Aber die normalen Handys laufen über Antennen. Und diese Antennensignale kann man da oben weder empfangen, noch könnte ein Handy von oben sich in diese Antenne einloggen. Also mit Handy geht da oben nichts. Hier ein Spitzenfoto von Alex, hat er am 9. August aufgenommen. Und er schreibt dazu, hätte nie gedacht, dass ich einmal mitten durch eine Aurora fliegen würde. Haben wir mir was gewünscht? Vielleicht ist das ja noch ein unentdeckter Brauch. Also er spielt darauf an, dass man bei Sternschnuppen sich etwas wünschen kann. Und diese Aurora ist mindestens so schön wie eine Sternschnuppe in seinen Augen. Da gibt es auch eine ganze Menge von Fragen. Eine zum Beispiel, macht es der ISS nichts aus, durch diesen Sturm an geladenen Teilchen zu fliegen? Das ist natürlich gut erkannt. Diese schönen Lichteffekte, die wir hier sehen, das sind geladene Teilchen, meistens aus dem Sonnenwind, die vom Erdmagnetfeld in Richtung der Pole umgelenkt werden und dann auf die Atmosphäre treffen. Und das beantwortet ja schon die Frage. Die ISS ist etwa 400 Kilometer hoch, die Atmosphäre, die dichte Atmosphäre, die ist so bei 80 Kilometer Höhe zu Ende. Das heißt, die Effekte, die wir sehen, sind weit unterhalb der ISS. Allerdings wird die ISS natürlich auch von geladenen Teilchen getroffen, hauptsächlich die Protonen. Die Astronauten haben Dosimeter, mit denen sie die Gesamtbelastung, die sie beim Flug erfahren, dann auch messen können. Das ist beachtenswert, aber nicht gefährlich für die Gesundheit, jedenfalls nicht unmittelbar. Eine andere Frage, die in diesem Zusammenhang kam, Petra Meyer. Vielleicht kann die jemand beantworten. Kurz vor der ISS flog ein anderes, nicht ganz so helles Flugobjekt ziemlich genau auf derselben Flugbahn. Flugzeug war es sicher nicht. Was war das? Sehr gut beobachtet. Wir haben nämlich zurzeit das ATV-5 mit Namen Georges Lemaître im Orbit. Wahrscheinlich, Petra, haben Sie die beiden gesehen, ISS und das ATV, das Automated Transfer Vehicle mit über 7 Tonnen Vorräten für die ISS. Gestern war der sehr deutlich über dem Saarland zu sehen. Das ist schön. Wer war der kleine Verfolger, fragt Ulrike Koch. Auch da die Antwort, vermutlich ein Blick auf das ATV, auf das Automated Transfer Vehicle der ESA. Und für alle, die wissen wollen, wie sieht denn das ATV aus? Nun, das ist hinter mir hier, jedenfalls die Trainingseinheit, etwa 10 Meter lang. 4,50 Meter im Durchmesser und die Spannweite der Solarpaneele, die die Elektrizität an Bord schaffen, die ist über 22 Meter. Übrigens, die Flugbahn von ISS und ATV kann man sich natürlich auf dem Programm angucken, mal auf die DLR-Webseite oder die ESA-Webseite klicken. Da gibt es die Überflugzeiten, wann kann man ISS und natürlich auch das ATV sehen. In dem Zusammenhang in den Nachthimmel zu schauen, fragt Heiko Liebak, sag mal Alexander, wie viele Stunden schlaft ihr eigentlich da oben? Im Tagesplan sind vorgesehen 8 Stunden Nachtruhe. Wie die Astronauten, wie die Kosmonauten diese Nachtruhe nutzen, das ist ihnen selbst überlassen. Es gibt da sicherlich noch vieles zu tun, E-Mails zu schreiben, solche schönen Posts zum Beispiel auch zu machen oder vielleicht das eine oder andere Bild mit Muße noch von der Erde aufzunehmen. Insgesamt kommen die Astronauten wohl so auf 6 bis 8 Stunden Schlaf. Vor allen Dingen vor anstrengenden Tagen wird man natürlich mit Vernunft auch früh ins Bett gehen und das Licht ausmachen. Aber es gibt immer auch viel zu tun, viel zu besprechen, vielleicht auch noch mit der Crew. Und da kann es auch schon mal unter 8 Stunden Schlaf werden. Übrigens,
Fragen gehen auch immer wieder in Richtung, was machen wir denn mit dem Weltraumschrott oder besser gesagt gegen den Weltraumschrott. Frank Heron sagt hier, man hört und liest ja immer vom sogenannten Weltraumschrott. Sieht man das da oben bei euch auch? Übrigens, der Weltraumschrott, der in die Atmosphäre wieder zurückfällt, den sehen wir, den können wir durchaus als Verbrennungsspur sozusagen in der hohen Atmosphäre sehen. Wenn wir zufällig die richtige Kamera dabei haben, kann man das auch im Bild festhalten, fast so wie Meteoriten oder Sternschnuppen eben in der Erdatmosphäre verglühen. Sollte ein dickes Stück Weltraumschrott, dick heißt über 10 cm, in die Nähe der Raumstation kommen und können wir die Raumstation überhaupt nicht aus dem Weg räumen. Das tun wir durch sogenannte Debris Avoidance Maneuvers. Dann müsste die Besatzung sich auf das Schlimmste vorbereiten, zum Beispiel auch in die Soyuz-Kapsel gehen und warten, bis das Stück in sicherer Entfernung dann vielleicht vorbeigeflogen ist. Kommt Gott sei Dank nicht häufig vor. Meistens sieht man den Weltraumschrott schon aus gewisser Entfernung und kann rechtzeitig die Raumstation auf ein höheres Orbit heben.